Ich warte darauf, dass die Film das Marsch kommt. Das sind eher du Körper mit den Fingern. Weißt du, dass es war? Dass du nervöser wusste, war? Jetzt mal wieder Krach. So, bei welcher Maßnahme befinden wir uns? Wir sind in einer Nähwerkstatt. Und ja, nähen tolle Kostüme. So. Mit vielen Applikationen drauf. Die Kostüme sind für? Fürs Fets oder für Kitas. Die Stoffe für die Kostüme beziehen Sie woher? Aus Spenden oder die Kitas oder das Fets bringen Stoff mit. Und dann versuchen wir das Beste draus zu machen. Arbeiten Sie nach Vorlage oder müssen Sie selber auch mal kreativ werden? Ja, wir haben die Boda-Zeitschrift, wo Schnittmuster drin sind, die wir dann ausradeln in bestimmten Größen. Und ja, sonst müssen wir auch selber mal was kreieren, was manchmal zwar nicht gelingt, aber wenn man fertig ist, dann sieht man halt, was man gemacht hat. Was ist für Sie immer so ein Erfolgserlebnis hier? Man gibt so ein Erfolgserlebnis. Wie zum Beispiel mit den Kostümen, wenn die fertig sind und alle passen, dann ist es immer was ganz Tolles. Ist man stolz auf sich selber? Genau, das ist man ja. Die Maßnahme, seit wann sind Sie dabei? Ich bin jetzt bei seit 20.01. Und ja, bis 31.05. geht es hier. Leider werden wir nicht verlängert. Also im Moment zumindest nicht. Die Maßnahme denn Spaß? Ja, also da ich ja das gelernt habe, ich habe also Modenäherin gelernt und jetzt bin ich endlich mal in eine Maßnahme reingekommen, wo ich das mache, was mir Spaß macht. Gut, dann vielen Dank und noch großen Erfolg diesbezüglich. Ja. Was wird denn hier alles genau gemacht? Wir machen alles, was Kindern Freude macht. Wie man sieht, der Elefant, den habe ich auch selber gemacht. Ja, kann man schön drauf schlafen, schön kuscheln.